Passt. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie das am besten flüssig läuft. Momentan bin ich noch nicht ganz so zufrieden mit der Performance. Und die Controller-Steuerung müssen wir uns auch noch ein bisschen umstellen, damit es nicht ganz so hakelig läuft, und passt es. Ja, also mit Hut wäre es eh fällig gewesen. Ich habe nur gefragt, ob wir uns da einig sind. Mit Hut wäre es eh fällig gewesen. Im Ich-Blickwinkel können Sie die Kamera rund um das Innere. Im Nach einem Unfall Ich-Blickwinkel. oder nach einem Abkommen von der Strecke können Sie schnell wieder auf die Strecke zurückkehren. Machen wir. Ich muss mal kurz schauen. Ja, Leerlauf, Vollgas geben. Todd an der Klasse. Die Karte zu benutzen, um seinen Weg auf der Insel zu finden. Bla. Ziel befindet sich noch 1,5 Todd an der klassischen Rennakademie treffen. Ach, wir müssen ja auch hier Führerschein machen für die einzelnen Klassen, wie bei Gran Turismo. Ach du Kacke. Da werde ich ragen, wenn ich es immer ganz knapp nicht schaffe. Wenn Sie einen anderen Fahrer im Freeride treffen, können Sie ihn entweder zu einer Instanzherausforderung oder einem Spiel im kooperativen Mehrspielermodus einladen. Gibt's leider nicht, weil ich... einfach eine Lichthupe. Genau, Lichthupe, das habe ich vorhin erzählt hier. Wow, die Bremsen hier. Boah, Ihr fuck. Fahrziel befindet sich noch 500 Meter. Man fährt aber schon links rum, oder? Beim Kreisverkehr, da irre ich mich da. An der nächsten Kreuzung biegen mindestens links rum hier. Biegen Sie links ab. Was ich machen muss, ist die Kontrollempfindlichkeit runterstellen, weil wenn ich so ein bisschen lenke, dann hake ich schon so. Ich möchte ja genau steuern. Ich möchte nämlich nicht sofort einschlagen. Warte mal, wo ist denn die Cockpit-Sicht? Hier. Ich möchte nicht so ein bisschen lenken, dann tut sich schon so einschlagen. Ich möchte nur ganz, ganz leicht lenken, dass ich zwischen die Autos durchfahren kann. Das machen wir dann schon. Gex Rage, genau. Ist das Spiel für dich komplett blind oder hast du schon mal gespielt? Ich habe schon gespielt. Früher, damals. Als es rausgekommen ist, habe ich es gespielt. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie sehr die Handcam vermisst habe in den letzten 2 Wochen? Ja, genauso wie du die Handcam vermisst hast, genauso habe ich dich vermisst, meine Kleine. Sie haben Ihr Fahrziel erreicht. Meinst du einfach so? Racing School, yeah. Muss mir. Hey, Jack Christie. Alter. Hey, ich habe nicht ewig Zeit. Ich bin an der Fahrschule für klassische Fahrzeuge. Lass mich nicht warten. Alte Gags, du auch so eine Scheiße zu erzählen. Ich habe das mal in Real Life gemacht, links in den Kreisverkehr rein. Oh je, und? Genau, GPS-Ziel erreicht. Obwohl ich davor stehe hier. Schauen wir mal, dass der andere schimpft hier. Kann man hier auf dem Parkplatz hier so runden Kreise drehen? Warte mal. Yo. Naja. So viel Power haben wir noch nicht. So viel Power haben wir noch nicht. Wir vermissen die Facecam, die es noch gar nicht gibt, genau. So, also, mein Freund hier. Hi, Tess hier. Dein Aussehen ist schon wichtig für das. Was die mir hier alle hier anmachen wollen hier. Wenn Sie einen anderen Fahrer im Freeride treffen, können Sie ihn entweder zu einer Instanzherausforderung oder einem Spiel im kooperativen Mehrspielermodus einladen. Geben Sie ihm hierfür einfach eine Lichthupe. Racing School, wie kann ich jetzt hier rein? Warte mal, wie war das nochmal? Ich kann aber nicht rückwärts fahren jetzt. Halt. Wie komme ich in diese blöde Schule jetzt hier rein? Im externen Blickwinkel können Sie die Kamera rund um das Äußere des Wagens schwenken. Sie fahren in die falsche Richtung. Wenn möglich, bitte wenden. Tiefes Miss Minecraft, besonders von Freunden, wie gesagt, linksrum wäre kürzer als rechtsrum. Genau, genau, das habe ich noch nicht gemacht, wäre schon zur Hauptstraße. Du musst auf der Straße stehen. Jo, bin ich. Sie haben die Möglichkeit, in Instanzherausforderungen Geld zu wetten. Diese Möglichkeit müssen Sie im Optionsmenü aktivieren. Nein, nein, ich hab jetzt irgendwas angenommen. Du Scheiße! Ich habe irgendwas gedrückt. Sie haben die Möglichkeit, in Instanzherausforderungen Geld zu wetten. Ich habe jetzt irgendwas gedrückt, Leute. Irgendwas gedrückt hat der Gags jetzt. Und jetzt muss ich anscheinend hier ein Rennen fahren. Wie viel habe ich denn gesetzt?
Anscheinend habe ich jetzt ein Rennen gestartet, ohne dass ich es weiß. Scheiße, mit 200, hey, die bremsen nicht. Ich muss aus. Nein, please! Fuck! Boah, ich muss die Steuerung umstellen, Leute. Das ist viel zu krass. Ich möchte ganz leicht lenken. Nicht so hakelig. Wow. Puh. Kann man hier mitten durchfahren? Den mag ich lieber nicht. Also die Empfindlichkeit muss auf jeden Fall runtergesetzt werden hier. Was? Ich will eine Fußcam. Ich will eine Fußcam, um den Heilungsprozess mitverfolgen zu können. Um den Heilungsprozess mitverfolgen zu können hier. Ja. Fußcam wird es vielleicht geben, jetzt ohne Scheiß. Ich weiß nicht genau, ob ich es hinkriege, aber wenn ich mit Lenkrad und Pedalen fahre, machen wir mal Revanche, lassen wir nochmal eine Revanche. Dann vielleicht kriege ich es hin mit einer Fußcam, aber das kann ich nicht versprechen. Da müsste ich mir noch mehr Kameras kaufen, das kostet auch wieder Kohle. Das habe ich ja nicht. Hey NFS, grüß dich. Wie geht's, mein Freund? Auf jeden Fall muss ich die Sensitivity für den Controller runtersetzen. Weil ich möchte schön langsam lenken. Oder ich versuche morgen. Oder nach. Wow, Vorsicht. Nach dem Stream versuche ich mal nachher mit Lenkrad. Aber das kann ich live im Stream nicht machen. Ich muss nämlich zu viel umstecken. Aber ist doch schön hier. Also ich finde die Atmosphäre schon gelungen von dem Game. Schon sehr gelungen hier. Anscheinend hat diejenige, die ich aus Versehen herausgefordert habe, nicht ganz so ein tolles Auto, weil ich kann ja einfach gewinnen, auch wenn ich viel Blödsinn mache. Aber ich würde sagen, wir müssen das Auto schon ein bisschen aufmotzen. Hört sich das mal an hier. Fällt aus dem letzten Loch, wenn der Gags fährt hier. Ja, verfügbar europäischer Wagen hier. Ach, man kann nochmal eine Revanche. Hä? Mach mal das noch ein paar Mal. Ich krieg jedes Mal 1000 oder was? Ist ja lustig. Klau dir deine Kamera aus der Bank deines Vertrauens. Die haben so viele, die hängen sie schon an jede freie Stelle. Ja, oder überall in der Stadt hängen ja auch Kameras. Von daher, holst du ja eigentlich Destiny? Ja, Genbu für die PS4. Habe ich schon vorbestellt. Am 9.9. Ja, ist schon geplant. Auf jeden Fall. Sicher, zeige ich euch. Kenne ich auch bis später. Also ich bin weiter Sacred 3 suchen. Alles klar, Schattenscheißer. Viel Spaß bei Sacred 3. Bis später. Merci fürs Vorbeischauen. Klar, kennst du mich, du hier. Jack, kannst du mir eine Runde Stone ausgeben? Wer bist du, Rico? Nicht ohne Grund. Das Spiel ist allgemein zu leicht. Die KI ist sehr schlecht. Dieses Spiel, Hauptkritikpunkt des Spiels. Ist doch gut für mich. Ist doch gut für mich. Mann, ich war nach 2 Wochen weg und schon kennt mich niemand mehr. Ellie? Bist du es? Sicher? Ich kenne dich, Beta. War zwar klein, aber nicht schlecht. Ah, cool. Ja, genau. Soweit, so gut. NFS. Ich kann gerade nicht schreiben, weil ich muss jetzt extra Tastatur holen. Ich wollte dich auch einiges fragen, aber machen wir später oder andermal. Gex, was spielst du heute? Hier, Test Drive Unlimited 2. Und vielleicht das Metro zu Ende. Das andere. Aber erstmal genießen wir hier im Regen mit unserem Lancia. Ja, es wurde gewünscht hier, es wurde gewünscht. Ellie, tut uns leid, ich kenne dich noch sehr gut. Ja, wie kann man Ellie vergessen hier?
Yo. Man merkt, dass es nass ist, oder was? Also das mit der KI und so, meine ist nicht so schlimm. Das kommt mir nur recht. Und die einzelnen Aufgaben sind mit der Zeit, werden die immer schwerer. Besonders wenn du dann auf dem hier Offroad fährst. Auf den ganzen Bergen und so, da ist immer so knapp mit der Zeit. Da ist der Schwierigkeitsgrad schon krass. Also kann ich mir jetzt jedes Mal ein Tausender verdienen oder was? Ist eigentlich 1000 viel in dem Spiel? Nee, oder? Wow! What the fuck? Ich muss viel früher bremsen, Leute. Ah, du Scheiße. Ich weiß nicht, hat jemand was über Grafik und so gesagt? Ich finde das schön, das ist doch voll gemütlich. Das ist doch voll gemütlich hier. Schön hier im Regen, dann auf Ibiza sind wir auf der Insel. Wir werden auch noch ganz oft den Strand sehen, Sonnenaufgang. Also es hat einfach richtig Charme und richtig schönes Flair im Spiel. Stimmung, Atmosphäre. Es hat einfach Test Drive. Macht sehr viel Spaß. Muss ich sagen. Ja, noch ein Tausender verdient. So, jetzt beenden wir das Ganze aber. Kennt jemand hier ein vernünftiges, aber kostenloses Videobearbeitungsprogramm, mit dem ich Kontrast und Farbe bearbeiten kann? Hypain, das ist so schön, nicht von Nightbird getimelt zu werden, dass das Schwarze ist so ähnlich. Ja, verstehe. Kraxel, Google, hoffen Sie haben gute Ideen für die 6-Player-Raids. Ja, mal schauen, ich hoffe das. Und dass man noch einiges ändern kann im Spiel. Also meine nächste Aufgabe ist die C4-Lizenz zu erwerben, das ist die schwächste Lizenz. Hey, ich hab nicht ewig Zeit. Ich bin an der Fahrschule für klassische Fahrzeuge. Ja, ich bin neu. Hey, Satrang, schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Kenn nur for the Horde. Minecraft, er muss jetzt Farbe, Kontrast bearbeiten, sorry. Also fahren wir nochmal zu, was, 16 Kilometer müssen wir jetzt fahren? So, jetzt müssen wir die, wir können ja an den ganzen Events gar nicht teilnehmen oder zumindest die Autos uns nicht kaufen, besorgen, da wir natürlich den Führerschein nicht haben, den müssen wir jetzt machen. Und ihr kennt es ja bestimmt, Gran Turismo, wo man irgendwelche Sachen erledigen muss, Prüfungen, Fahrer dahin, Bremse, Fahrer links, rechts, Kurven und so. Ich bin Grafiker. Ich mach's dir. Bitte was? Du machst es ihm? Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, okay, schon nach 10, alles klar. Nicht die 16 Kilometer fahren? Wo ist eigentlich wie kann man eigentlich die Karte aufrufen? Jawohl, hier, das ist schön, Leute. Schaut euch das mal an hier. Hier können wir überall fahren und die ganzen Strecken decken wir noch auf hier. Ibiza. Man braucht einen Führerschein. Wow, diese Zeitverschwendung. Unnötige Zeitverschwendung. Ich würd's dir auch machen, Gags. Das ist nett. Ja, ich kann mich hier hinbeamen. Ist ja okay. Ich kann mich ja hinbeamen, genauso wie bei dem anderen Spiel auch. Hingehen. Jo. Schade, ich hätte doch die ganze Landschaft hier genießen können hier. Jetzt fahren wir 17 Kilometer. Anscheinend habe ich mich falsch gebeamt hier. So. Rennakademie. Können wir es direkt hinbeamen, oder? Hingehen, genau. So, gehen wir direkt in die Akademie. Hey, hast du dich in deinem neuen Zuhause schon eingerichtet? Also hör mal, Todd. Es scheint, als gäbe es einen neuen Herausforderer bei der Solar Crown. Willst du uns nicht vorstellen? Ich möchte dir Miami Harris vorstellen. Sie wird eine deiner Gegner bei diesem Wettbewerb sein. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass du mehr Talent für Rennen als für die Mode hast. Jemand sollte dir mal eine Beratung in Sachen Stil geben. Komm mal bei mir vorbei, wenn ich dich geschlagen habe. Was für eine Biatch, oder? Kleiner Rat. Nimm dich vor Miami in Acht. Die kann echt unberechenbar am Steuer werden. Und sie tut so ziemlich alles, um ein Rennen zu gewinnen. Natürlich musst du zuallererst mal diese Rennlizenz bekommen. Probiere ich. Hey,
Hey Gex, hattest du schon wieder Probleme mit dem PC? Ja, hatte ich. Und warum hat Twitch...